Und jetzt kommen wir zu einem Thema, da werden Sie bestimmt ganz böse auf mich sein. Und ich weiß, ich werde hier in der Runde dafür wenige Punkte gewinnen, aber ich muss es dennoch ansprechen. Und zwar geht es um die Sanktionen. Und mein Thema heute Abend ist, noch stärkere Sanktionen werden uns den Wohlstand kosten. Die Sanktionen sind schon jetzt eine große Gefahr für unseren Wohlstand. Unternehmen drosseln die Produktion, weil sie es sich nicht mehr leisten können, diese aufrechtzuerhalten. Viele Menschen müssen erneut in Kurzarbeit, weil Aufträge fehlen und die Energie unbezahlbar geworden ist. Die Wirtschaft ist der Motor dieses Landes, unseres Wohlstandes und dementsprechend das ultimative Gegenmittel gegen gesellschaftliche Spaltung. Der Ost-West-Konflikt wird noch viele Jahre, vermutlich Jahrzehnte, auch wenn ich es nicht hoffe, andauern. Für diese Auseinandersetzung brauchen wir eine starke Wirtschaft und wir brauchen Wohlstand. Nur so können wir die Völker in Russland und China von der Demokratie überzeugen. Ich finde alle bislang, und das ist mir sehr wichtig, im Ukraine-Krieg beschlossenen Sanktionen richtig. Jede einzelne, die bislang beschlossen wurde, ist richtig. Wir müssen uns zur Wehr setzen und Sanktionen sind ein probates Mittel. Und die bisherigen Sanktionen werden wir alle gemeinsam aushalten für die Ukraine und für die Freiheit. Auch wenn sie die Wirtschaft so sehr treffen. Aber jetzt reicht es. Es stört mich ungemein, dass Politiker und Journalisten immer höhere Sanktionen fordern. Ja, am liebsten sofort das Öl- und Gasembargo, ohne über die Folgen für unser Land nachzudenken. Es sind genau die Berufsgruppen, die von den Sanktionen nicht betroffen sein werden. Die regierenden Politiker haben in ihrem Amtseid versprochen, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Ich weiß, dass es kein leichtes Unterfangen ist, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen und gleichzeitig das eigene Land vor allzu großen wirtschaftlichen Schäden zu bewahren. Aber wir müssen es versuchen. Ein Öl- und Energieembargo kann meiner Meinung nach nicht die Lösung sein. Ich bin davon überzeugt, noch härtere Sanktionen sind nicht der richtige Weg. Die bisherigen haben ihre Wirkung noch lange nicht entfaltet und Putins Krieg wird dadurch nicht schneller enden. Aber wir werden verlieren, während Amerikas Ölindustrie profitiert. Und jetzt traue ich mich kaum, Herr Melnik anzuschauen. Reagieren Sie bitte direkt, Herr Melnik, darauf. Ja, ich glaube, dass gerade die Deutschen, sie haben das in der Hand, was sie gegenüber Herrn Putin auch benutzen könnten und sollten. Und das ist diese Abhängigkeit, die entstanden ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten der beiden Koalitionen vorher. Und jetzt müsste man auch diesen Hebel, genau diesen Hebel, bis zu Ende auch ins Spiel bringen. Denn wenn man, die Sanktionen sind hart, da haben Sie recht. In der Tat, sie entfalten ihre Wirkung zwar nicht kurzfristig, das ist auch wahr. Sie können nicht gleichzeitig und sofort das Verhalten von Herrn Putin verändern. Aber wenn man zum Beispiel sich Gedanken macht über ein Moratorium, also einen Monat lang beschließt die Ampelregierung, kein Gas, kein Öl und keine Kohle zu beziehen, als Signal. Das heißt, man könnte einen Monat überleben. Ja? Das wäre auch ein Signal und das ist vielleicht auch ein Zwischenschritt, zu schauen. Vielleicht wird das schon diesen Effekt haben, wo Herr Putin schneller sich entscheidet, auf den Verhandlungstisch oder zum Verhandlungstisch zurückzukehren und wirklich über den Frieden zu reden und nicht nur vorzutäuschen. Also ja, ich glaube auch, ich erkenne in unserer Sanktionspolitik und sozusagen dem Verhalten Embargo hin oder her auch diese deutsche Lust am immer alles hundertprozentig machen. Natürlich kann man so etwas in Betracht ziehen und damit eine Eskalationsstufe, die erste Eskalationsstufe scharf stellen. Ich glaube aber anders als Nena auch, dass man, wenn man sich in einer so harten Auseinandersetzung, einem Krieg, dafür entschieden hat, aus guten Gründen, nicht militärisch in ihn einzutreten, sondern als Waffe die Sanktion gewählt hat, dann muss man auch nachladen können, wenn sozusagen die erste Salve nicht reicht. Deswegen fürchte ich, dass wer da A sagt, muss auch in der Lage sein, B sagen zu können, weil er sonst nicht ernst genommen wird. Und ich finde auch bei der sogenannten, jetzt untechnisch gesprochen, Bepreisung der Sanktionen, lässt es sich schnell bemessen, was kostet es, wenn wir ein Embargo verhängen, was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wir müssen aber auch mit einberechnen, was heißt es für die Volkswirtschaft in Deutschland und Europa, wenn dieser Krieg fortgesetzt wird. Und deswegen finde ich an der Stelle, wir machen es uns da oft zu leicht und greifen so schnell nach den bepreisbaren Dingen. Wir müssen in diese Kostenabwägung aber auch einstellen, welche Folgen hat die Fortsetzung des Krieges. Herr Amthor, ich finde, wir machen es uns viel zu leicht. Und das
ist ja Industrie, also das Öl- und Energieembargo ist wirklich leicht zu, es ist auch leicht zu fordern. Ja, das was fordert ich aber sagen ja aber muss, ist, niemand in der Pauschalität im Moment, sondern wir haben uns ja bewusst sozusagen für ein abgestuftes System jetzt erstmal entschieden und ich finde, das ist immer noch eine Balance gewesen bei den jetzt gewählten Sanktionen und auch bei den Diskussionen, die wir fortsetzen. Aber es werden ja immer härtere Sanktionen gefordert. Ja, es wird auch ein immer härterer Krieg geführt von Wladimir Putin gegen die Ukraine. Aber bei den, lassen Sie uns einmal, Herr Amthor, bei. Und wenn Sie es mir erklären können, dann werde ich in die Kamera sagen, es tut mir leid, ich fordere es jetzt auch. Erklären Sie mir bitte, wie soll der Krieg beendet werden, wenn wir dieses Öl- und Energieembargo machen? Weil der Punkt ist der, wir werden es nicht mehr bekommen, aber China wird beziehen. Dadurch, dass die Preise steigen, kann Russland kompensieren. Ich glaube nicht, dass wir damit Putin aufhalten können. Ich sehe nur wirtschaftlichen Schaden, wir werden geschwächt, aber ich sehe nicht, dass dieser Krieg endet. Und dementsprechend, deswegen bin ich dagegen. Ja, es wird keine Maßnahme dieser Welt geben, die den Krieg isoliert betrachtet beendet, sondern es geht um ein Bündel und es geht darum, wie stark die Entschlossenheit ist, die wir als westliche Welt gegen Wladimir Putin setzen. Aber ist doch Moralismus. Nein, es ist nicht Moralismus. Es geht im Krieg im Übrigen aus meiner Sicht auch nicht nur um Moralismus und es geht auch nicht nur um Pragmatismus, sondern es geht darum, dass wir für unsere Werte auch ernsthaft einstehen. Und wir müssen deswegen schon auch bereit sein, Kollateralschäden auch bei uns selbst zu akzeptieren. Und wir müssen deswegen... Sie werden nicht den Kollateralschaden haben. Na, wir haben volkswirtschaftlich haben wir alle den Schaden davon. Und im Übrigen muss für uns auch klar sein, dass es um das Maßnahmenbündel geht. Und wenn wir jetzt schon Putin zeigen, in der aktuellen Situation ist uns dann die eigene Volkswirtschaft und nur weitere Einschränkung ist uns näher als das Stoppen des Krieges, dann ist es das falsche Signal. Wir müssen das ausbalancieren und müssen im Übrigen deswegen sagen, wir sind wirtschaftlich entschlossen, Russland noch weiter zu isolieren. Wir sind militärisch entschlossen, gegenzuhalten und brauchen deswegen ein klares Bündel sozusagen auch an Entschlossenheit. Das heißt nicht 0 und 1, das heißt nicht sofort Wirtschaftsembargo, das heißt nicht in den Konflikt militärisch eingreifen, aber wir sollten jetzt nicht zurückschrecken vor Putin und müssen da auch klare Stärke zeigen. Wir geben einmal zu Paul Ronsheimer live nach Kiew, was er zu unserer Diskussion sagt. Ich glaube, ich werde ganz schön was abbekommen, das nehme ich aber gerne hin. Ich bin ehrlich gesagt relativ müde, das immer wieder dir zu erklären, Lena, warum das wichtig ist, aber ich akzeptiere natürlich deine Meinung und auch die von allen Teilnehmern und natürlich ist es so, dass wenn man gerade hier in Kiew sitzt, das sehr, sehr anders betrachtet. Mein Punkt ist, wenn wir es nicht schaffen, Putin in die Schranken zu weisen, wenn wir es nicht schaffen, hier die Freiheit der Ukraine zu verteidigen mit den Ukrainern, dann geht Europa verloren. Ich bin da sehr auf der Seite von Herrn Morawiecki, dem polnischen Regierungschef, der das so ähnlich gesagt hat gestern. Und wenn wir es nicht mit Waffen erledigen wollen, was wir nicht tun wollen, wir wollen nicht Teil dieses Krieges sein, wir wollen auch nicht wirklich mit großem Ansporn der Ukraine mit Waffenlieferungen helfen. Wir tun das so ein bisschen halbherzig, überlassen das aber den Amerikanern. Wir wollen auch nicht dafür sorgen, dass es eine Flugverbotszone gibt. Naja, dann müssen wir uns irgendwann mal entscheiden. Und die Sanktionen, die es bislang gibt, das sind die, die Wladimir Putin ohnehin eingepreist hat. Er hatte vielleicht nicht eingepreist, dass das Militär so marode und schlecht ist und dass alle so viel Angst haben, dass keiner ihm den wirklichen Zustand dieses Militärs berichtet hat. Aber die Sanktionen, die bislang beschlossen sind, die hatte er alle eingepreist. Und ich glaube, über die muss man dringend hinweggehen mit dem Ziel, dass Wladimir Putin noch stärker in die Enge getrieben wird und dass am Ende es eine Möglichkeit gibt, dass er vielleicht gestürzt wird oder aber, dass sein engstes Umfeld ihn dazu bringt, eine Abkehr dieser mörderischen Politik zu machen.